Jo Freunde und willkommen zu einer neuen Folge der Tag eines Simons. Es ist jetzt mittlerweile die 11. Folge. Ich habe mich jetzt fertig gemacht, nehme noch schnell meine Gesundheitssupplements, denn es ist jetzt schon 7.20 Uhr, ich muss gleich in die Schule. Ja, und dann sehen wir uns später nach der Schule. Peace, peace. Ich habe hier eine Katze gerade noch entdeckt, die wollte ich euch noch zeigen. Schaut's euch an. Ich habe es ja in einem Video gesagt, Katzenasyl. Alles gut, das sind die Packungsbahn. Kurz nach 7:30 Uhr. So Freunde, ich habe jetzt gerade Mittagspause und es gibt mein Standard Mittagsessen. Einmal Tomaten, zwei Packungen Lachsschinken und eine Gurke. Das sind dann insgesamt nur 313 Kalorien. Das ist einfach perfekt. Da habe ich für heute Abend noch 1587. Das ist zwar ein bisschen unfair. Hier ist der Hähnchenmann und es riecht einfach verdammt geil und ich würde mir jetzt am liebsten ein Hähnchen holen, aber das gibt's einfach nicht. My father by your sister calls me daddy. So Freunde, angekommen am Gym. Heute wird Rücken, Bizeps und hintere Schulter trainiert, also ein Pulltraining quasi. Ich bin richtig motiviert, weil ich weiß, dass es heute zum ersten Mal den Not for Pussy gibt, den Booster. Ich werde ihn jetzt zum ersten Mal ausprobieren und bin echt mal richtig gespannt, wie der ballert. Ich werde euch nach dem Training auf jeden Fall ein kleines Feedback zum Booster geben. Wir sehen uns gleich, Freunde. Peace. So, Training ist durch, Cardio ist done. Jetzt fahre ich heim, gehe noch ins Solarium, gehe einkaufen und jetzt blende ich euch mal noch den Einkauf vom Wochenende ein. Bevor ich euch den Einkauf einblende, kurzes Review zum Booster. Ich hatte einen richtig geilen Fokus, der Geschmack war ganz okay, ich hau den ja mal einfach so rein, also hat nach Blutorange oder so geschmeckt oder nach Orange, war ziemlich gut. Kraftsteigerung war auf jeden Fall da. Ich hatte permanenten Fokus, einen richtigen Tunnelblick. Mir war zeitweise ein bisschen schwindelig nach den Sätzen, aber das ist bei mir relativ normal jetzt in dem Kaloriendefizit. Also den Booster kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich packe euch mal den Link unten in die Beschreibung. So, jetzt gibt's den Einkauf. So, dann zeige ich euch mal den Einkauf. Wir haben hier ordentlich Putengeschnetzeltes eingekauft. Dann ganz viel Lachsschinken. Ne? Dann hier noch Putenwurst, Bio-Eier, Magerquark, zweimal Fitline, einmal Kräuter, einmal normal. Dann hier Lachs,
Räucherlachs, dann wieder hier Zwiebelbuden mit Wurst, nochmal hier Fitline, dann ein paar Partygarnelen, dann mal Veggie Steaks. Ich werde nicht zum Vegetarier, keine Sorge, einfach mal ausprobieren. Dann hier ist so eine Worcester Soße, keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Dann Rustipani, hat richtig gute Nährwerte. Einzige Cheat hier eigentlich die Eiweißriegel. Ordentlich Gurken, Zucchini, Tomaten, wieder Kidneybohnen und Gurken. Dann Cashewkerne, bisschen so ein Gemüsemix. Erdbeeren wieder gefroren, ein paar Mandarinen, ein paar Bananen und ganz wichtig Cola Zero und ziemlich viele Relentless Zero, weil ich die ziemlich nice fand. Und ganz wichtig, Freunde, hiermit macht ihr die besten Gains. This is only for the moment, for the loving bitch we boning. I ain't never hit your phone, but I might hit it in the moment. Tell me what the fuck it is you think you came over for. I ain't doing shit if I ain't fucking a bitch around the throat. Bitches think I'm lazy, but I'm working every day. Sleeping as the sun rises, waking as it fades. I'm a night owl, I'm on the prowl, lurking in the shade. This is only for the moment, let your worries go away. T-L-A to the motherfucking dollar. Pull up to the set, I'm bumping some Tame Impala. Six motherfuckers deep, we all up in the mind, been kind, just smoke blows. You'll never find nothing stronger. This feeling only lasts for a moment, for a minute. But we in it, and this is how I chose to be living. Money, clothes, women, abusing prescriptions. You what the motherfuckers don't. Der Tag neigt sich jetzt schon dem Ende zu. Es ist jetzt nämlich schon 21:39 Uhr. Das Essen war mega lecker. Wenn es interessiert, in dem Hackfleisch war Blumenkohl, Magerquark und Ei. Drei Eier. Schmeckt richtig nice. Und mit dem Opti-Grill immer wieder geil. Wer Interesse an dem Opti-Grill hat, ich verlinke euch unten in der Beschreibung mal den Link. Jo, und ansonsten hoffe ich jetzt, dir hat das Video gefallen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Über ein Abo natürlich auch. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Abend, einen schönen Tag oder wann auch immer du das Video gerade schaust. Haut rein, Freunde. Peace. Tschö.